So, dann ist das sozusagen eine gute Überleitung in das Ende der Mittagspause sozusagen. Wir stehen kurz bevor vor unserer zweiten Keynote mit dem mit der Nadine und dem Sven und die reden über New Pay. Ich glaube, du hast du noch den der liegt hier rum. Genau. Vielleicht schauen wir noch mal ganz kurz zusammen in der Konferenz uns die Beschreibung an. Ach du meine Vergütung, was New Pay mit New Work zu tun hat. Die Frage nach der Vergütung ist Sven und Nadine auf dem Weg zu harmonischen New Work Konzepten immer wieder als Stolperstein begegnet. Und dieser Aspekt ist so interessant und vielschichtig, dass sie heute gezielt zu New Pay beraten. Sie sind davon überzeugt, dass es möglich ist, eine neue Vergütungsmodelle zu finden, die mit einer modernen Firmenkultur in Einklang stehen. In ihrem Vortrag geben sie uns einen Einblick in ihre Arbeit und zeigen, wie New Pay umgesetzt werden kann. Ich hatte vorhin schon erzählt, ich war relativ intensiv auch involviert. Die haben mit dem Jo, mit dem Kai, teilweise auch mit mir gesprochen, darüber, wie wir selber Vergütung bei Sabbat Media machen. Und das ist ja tatsächlich auch bei uns ein regelmäßiger Wandel, was offensichtlich bei vielen anderen Unternehmen, die sie interviewt haben, auch war. Ein großer Punkt war Transparenz und außerdem war das auch so ein neuralgischer Punkt aus ihrer Sicht. Mhm. Insofern freue ich mich sehr auf den Vortrag, um da mal ein bisschen tiefer einzusteigen. Was heißt denn das eigentlich? Also ist quasi dieses Agile-Ding nur so ein Potemkinsches Dorf, wo so die Fassaden alle schön sind und dahinter, wo dann die Vergütung beginnt, endet die Agilität. Lass uns doch mal gucken, was der Sven Frank und die Nadine Nobile dazu zu sagen haben. Das ist eine Aufzeichnung, die wir haben. Das liegt irgendwie an technischen Herausforderungen. Gibt es Videos drin und so weiter. Schauen wir einfach mal rein. Und danach wird der Peter Weingärtner mit den beiden nochmal eine Live-Q&A machen. Das heißt, wenn ihr das jetzt seht und Fragen habt, die sind schon da und werden die auch dann in der Q&A mit beantworten. Los geht's. Ja, herzlich willkommen zur Keynote. Ach du meine Vergütung, was hat New Pay eigentlich mit New Work zu tun? Ja, aber bevor wir vielleicht starten mit der Keynote erstmal, auf wen trefft ihr hier überhaupt? Ja, mein Name ist Nadine Nobile. Ich bin Gründerin von CoX und Co-Autorin des Buchs New Pay. An meiner Seite mein Kollege und mit Co-Autor Sven Franke. Ja, Sven, was muss man über dich noch wissen? Ja, ich glaube, das Wichtigste ist, dass wir extrem umtriebig sind in dem, was wir New Work nennen. Also wir haben uns sehr intensiv mit Kultur beschäftigt, mit Organisationskultur, haben Filme zum Thema neue Arbeitswelt gemacht. Der eine oder andere wird sich an Augenhöhe oder Augenhöhe-Wege erinnern, an die Bewegung, die dadurch entstanden ist. Und naja, wir sind umtriebig. Wir versuchen immer was Neues zu entdecken und so war es auch mit New Pay. 3,5 Jahre her, wir haben eine lange Reise hinter uns, die eigentlich mitten im Reisen ist, würde ich es mal sagen. Nadine, was muss man noch von dir wissen? Ja, gute Frage. Wir haben so viele Hüte auf, dass wir manchmal selbst aufpassen müssen oder zumindest ich für mich muss immer wieder überlegen, wer bin ich denn? Bin ja wie viele. Ja, ich bin neben, dass ich Gründerin bin und Co-Autorin des Buchs New Pay, bin ich auch noch Netzwerkinitiatorin des Netzwerks New Work Women. Dieses Netzwerk hat das Ziel, die Ideen und Gedanken von Frauen zur Zukunft der Arbeit mehr Sichtbarkeit zu verschaffen. Und vielleicht mag der oder die eine andere vorbeischauen und eben auch Teil dieses Netzwerks werden. Genau, aber sonst alles gesagt. Wenn ihr neugierig seid, geht gern auch auf Twitter, LinkedIn oder auf Facebook. Da sind wir auch vertreten. Kontaktiert uns und ja, schaut mal, was ihr da noch alles über uns Interessantes findet. Genau. Aber lasst uns starten, Sven, mit unserem Thema New Pay. Du hast ja schon ein bisschen erzählt. Es ist eine Reise, auf die wir uns gemacht haben. Eine Reise von ja mittlerweile 3,5 Jahren.
und immer wieder spannend zu entdecken, was es dann noch, auch noch zu entdecken gibt, wenn wir über Vergütung sprechen. Aber was vielleicht gleich vorneweg eine unserer Hauptbotschaften ist und auch Intention, fangt an, über das Thema Gehalt zu sprechen. Das ist uns ein wirkliches Anliegen. Aber warum ist es so wichtig für uns, Ben, dass wir über Gehälter sprechen, über Gehaltsstrukturen und Gehaltsmodelle? Ich glaube, weil sich Organisationen komplett verändert haben. Aber ich würde gerne am Anfang starten, und zwar mit einer Kaffeetasse. Das war für uns nämlich der Startzeitpunkt vor 3,5 Jahren. Wir saßen in Tübingen bei unserer Mitautorin Stefanie Hornung am Küchentisch und haben darüber diskutiert, was ist denn so ein Tabuthema in New Work? Und ehrlich gesagt, mussten wir nicht lange drüber nachdenken. Es war das Thema Vergütung oder ist das Thema Vergütung? Für viele sicherlich eher das ist. Und ein Hashtag war sehr schnell gefunden mit New Pay. Das heißt, wir sind auch irgendwie Erfinder dieses Begriffes. Waren kurz auf Twitter, haben geschaut, ob es den Begriff überhaupt schon gibt. Nee, gab es nicht wirklich. Und wir haben uns dann auf eine Reise begeben, die nicht zu Ende ist, die für uns weitergeht, in anderen Formen weitergeht. Und gestartet ist die Reise mit einer Blogparade. Das heißt, wir haben Menschen aufgerufen, zu dem Thema was zu schreiben. Und es war extrem spannend. 6 Wochen, 55 Beiträge von Wissenschaftlern, Vergütungsberatern, Organisationen, die selber was probiert haben. Und das zeigte uns, wow, das Thema ist echt relevant. Das bewegt nicht nur uns in unserer kleinen, vielleicht New Work Bubble, sondern es ist größer. Und das hat uns veranlasst zu sagen, okay, lass uns da reinknien. Lass uns gucken, was es da draußen gibt. Wir haben mit Wissenschaftlern gesprochen, haben Organisationen besucht, die vermeintlich anders mit Gehalt umgehen und haben immer mehr Gespräche gesucht und rausgekommen ist das Buch. Und für uns ein total spannender Prozess, weil es wirklich so eine Reise war, wo wir Tagesausflüge gemacht haben, wo wir länger Urlaub gemacht haben, auch zum Schreiben. Tolle Erfahrung. Aber warum ist denn das eigentlich relevant? Ich glaube, das, was ihr alle erlebt, und darum seid ihr auch auf der Konferenz, die Arbeitswelt verändert sich. Es wird dynamischer, komplexer und spannenderweise haben wir das bei Organisationen schon erkannt. Also wir bauen Organisationen um. Selbstorganisation rückt in den Fokus. Agile Methoden rücken in den Fokus. Nur was haben wir nicht angepasst? In ganz vielen Fällen das Gehalt nicht. Das heißt, wir haben auf der einen Seite Selbstorganisation, auf der anderen Seite trifft es auf ein tayloristisches Aufbaumodell von Vergütung. Also, je höher der Titel, desto größer der Dienstwagen, desto mehr Gehalt gibt es. Aber irgendwie merken wir zunehmend, es clasht. Warum clasht es? Weil auch Wertschöpfung inzwischen komplett anders aussieht. Wertschöpfung funktioniert kooperativ und kollaborativ. Entscheidungskompetenzen sind nicht mehr oben angesiedelt, wie sie Taylor noch 1912 beschrieben hat, sondern gehen tiefer in Teams rein, werden auf Experten übertragen, um nah am Markt Entscheidungen zu treffen. Und letztendlich ist dadurch die Verknüpfung sofort gegeben, New Work, New Pay, weil diese Prozesse, die auf der Organisationsebene passieren, haben absolut Auswirkungen auf die Gehaltsbestimmung und die Gehaltsentwicklung von Mitarbeitern. Das ist so unser Kernaspekt. Beziehungsweise wir erleben, dass es gerade in vielen Organisationen noch keine Konsequenzen hatte und daraus immer größer werden, stärker werdende Spannungsfelder entstehen zwischen einer gelebten Kultur auf Augenhöhe, kollaborativ und Entlohnungsstrukturen und Entscheidungsprozesse bezogen auf das Gehalt, die davon komplett abweichen, also über die Führungskraft, über mehrere Ebenen. Und da merken wir, das passt einfach nicht mehr zusammen.
So, wenn wir jetzt mit Organisation sprechen, dann hören wir immer noch, New Pay, ist das eigentlich jetzt nur so ein Buzzword oder ist das vielleicht ein Wunschgehalt? Hören wir manchmal New Pay gleich Wunschgehalt? Nein, so viel vielleicht vorneweg schon mal. New Pay ist weder ein leeres Buzzword. Für uns ist es eine Vergütungsphilosophie auch geworden. Denn für uns beschreibt New Pay nicht einfach nur irgendein Modell, ein Einheitsgehalt, ein Wunschgehalt oder mit Kollegen ausgehandeltes Gehalt. Das kann eine Ausprägung oder das Ergebnis sein. Für uns steht aber im Fokus, dass New Pay ein Prozess ist, der dafür sorgt, dass sich ein Vergütungssystem Schritt für Schritt für Schritt auf die Organisation, auf die Zukunft ausrichtet. Was ist denn kulturadäquat? Was passt zu den Werten, zur gelebten Kultur einer Organisation? Und gerade begleiten wir einige Prozesse, haben das und sehen da genau, wie ist denn die Ausrichtung hin aus dieser vermeintlich alten Welt hin zu der Zukunft der Organisation und wie wird es stimmig innerhalb der Organisation empfunden, erlebt von den Menschen, die das gestalten, aber auch von den Menschen, auf die nachher dieses Entlohnungssystem auch Anwendung findet. Das heißt, New Pay ist ein Prozess, ein iterativer Prozess hin zu einem Vergütungssystem aus Prozessen, aber eben auch Entscheidungswegen, der sich auf die Kultur und die Zukunft eurer Organisation auswirkt und danach ausrichtet. Es ist also mehr als ein Entlohnungsansatz. Und ganz wichtig, wir schauen mit New Pay immer ganzheitlich auf Vergütung, dazu später nochmal mehr, was da die Tragweite ist und auch der Horizont. Wir schauen aber auch, und da möchten wir auch jede Organisation ermuntern, zu schauen, welche Auswirkung hat denn eine Anpassung, welche Auswirkung hat denn dieser Weg auf die Organisation, auf die Kultur, auf die Zusammenarbeit. Also in dem Sinn, dass wir systemisch drauf schauen, wie sich dann eben auch die Kultur, die Zusammenarbeit durch das Vergütungssystem verändert, beeinflusst wird. Und wir haben schon gesagt, wir haben eine Reise gemacht und haben geschaut, was gibt es denn da draußen schon? Was könnte wie New Pay sein? Wo haben Organisationen schon Experimente gemacht? Und wenn man jetzt mal über Gehalt nachdenkt, was sind denn so, wir haben so zwei Extreme aufgespannt. Auf der einen Seite, Nadine hat es schon angesprochen, das Wunschgehalt. Also, jeder schreibt einfach mal auf den Zettel, was er verdient will. Ich glaube, für den einen oder anderen ist das schon eine totale Herausforderung. Mal wirklich zu überlegen, was brauche ich denn eigentlich? Und an welchen Parametern mache ich denn fest, was ich brauche? Spannend daran ist, dass die Organisation, die das gemacht hat, keine Obergrenze definieren musste, sondern eine Untergrenze. Weil Menschen dazu neigen, eher weniger rauszunehmen, als zu viel rauszunehmen, wenn sie die Zahlen kennen, wenn es transparent ist, wie es dem Unternehmen geht. Und auf der anderen Seite, das andere Extrem, Einheitsgehalt. Also jeder kriegt dasselbe. Egal, welche Rolle ich mache, egal, welche Position ich einnehme, egal, welche Verantwortung ich trage. Und das ist, glaube ich, der Kern. Und dazwischen gibt es ganz viele Unterschiede, ganz viele verschiedene Modelle. Wir haben in unserem Buch, das ist noch aus unserem Buch, wir haben 10 Modelle in unserem Buch. Inzwischen kennen wir, glaube ich, keine Ahnung, 40, 50, 60 Modelle, bauen mit Organisationen ganz, ganz eigene Modelle, die teilweise in Verbindung stehen, teilweise aber völlig losgelöst sind, weil wir den Fokus drauf haben, was passt zur Organisation. Und die 10 Unternehmen seht ihr, CPP, das sind die mit dem Einheitsgehalt. Das Spannende bei dem ist, dass sie das Einheitsgehalt mal abgeschafft haben.
Also es gab so eine Unzufriedenheit in der Organisation. Mitarbeiter, die schon lange da sind, haben sich ein wenig darüber aufgeregt, dass Auszubildende, die fertig sind, sofort am nächsten Tag dasselbe Gehalt kriegen wie sie, die schon 10, vielleicht 15 Jahre in der Organisation sind. Man hat es im Team diskutiert, man hat es wieder abgeschafft und hat es nach einem Jahr wieder eingeführt. Weil man gemerkt hat, die Kultur hat sich komplett verändert. Plötzlich waren Stufen drin, in der Kommunikation. Du verdienst doch mehr, mach du doch das. Und das zeigt, wie sehr kulturprägend das Thema Vergütung eigentlich ist. Ihr seht auch Seibert Media. Gehaltschecker-Modell fanden wir extrem spannend, diskutieren wir immer wieder. Wir wollen da gar nicht so tief drauf eingehen. Was aber total spannend ist, dass Seibert Media immer wieder Anpassungen vornimmt, also wirklich ein iteratives System hat, was sie wissenschaftlich begleiten lassen. Und das ist eines der Wege, die wir merken. Ihr seht, Ministry Group hat eine transparente Gehaltsformel entwickelt. Und ich empfehle jeden, der mal so eine transparente Gehaltsformel erleben will, mal bei buffer.com zu schauen, nach Gehalt zu googeln. Und das ist die einfachste Formel der Welt. Aber jeder sieht transparent, was er bei Buffer verdient. Auf der anderen Seite hatten wir Wigwam. Das ist das Unternehmen, das ist eine Genossenschaft, die Wunschgehalt hat. Also jeder hat auf einen Zettel geschrieben, nach einem ganz langen Prozess. Erst haben sie angefangen, Kriterien zu definieren, was ist uns wichtig, und haben aber festgestellt, dass sie Menschen anziehen mit ganz, ganz unterschiedlichen Kompetenzen. Und sie hatten ein fast fertiges Modell, und dann haben sie in einer Agentur eine Mitarbeiterin angestellt, die 20 Jahre Architektin war. Ah, super. 20 Jahre Berufserfahrung als Architektin. Was bringt die denn eigentlich in eine Agentur ein? Also musste man da schon wieder nachschärfen, diese Modelle. Und irgendwann kam man drauf, dass man gesagt hat, wir schmeißen das alles weg. Wir setzen uns an einen Tisch und jeder schreibt mal drauf, was er verdient. Man sieht aber auch, dass wir die Deutsche Bahn dabei haben. Und jetzt denkt der eine oder andere bestimmt so, oh Gott, Deutsche Bahn, was haben die mit New Work zu tun? Und was haben die vor allen Dingen mit New Pay zu tun? Und mit New Pay, das ist relativ einfach, dieses New Pay-Thema haben sie eigentlich der Eisenbahner Verkehrsgesellschaft zu verdanken. Eine Gewerkschaft, die sich als Mitmachgewerkschaft versteht und im Vorfeld von Tarifverhandlungen ihre Mitglieder befragt. Und fragt, was sollen wir eigentlich verhandeln? Und für die Tarifrunde 2016 kam das erste Mal kein einheitliches Bild raus. Ein Teil wollte mehr Urlaub, ein Teil wollte weniger Arbeitszeit, ein anderer Teil wollte mehr Geld. Und zwar so unterschiedlich, und da sieht man, eines der Treiber ist nämlich Wertewandel. Mitarbeiter können gar nicht mehr unter einen Hut gefasst werden. Individualität spielt eine große Rolle. Und das war der Aspekt, der echt zum Nachdenken angeregt hat. Wo man echt geschaut hat, wie gehen wir eigentlich damit um? Und wir haben das Glück gehabt, mit beiden Verhandlungsführerinnen zu sprechen, also mit der Gewerkschaftsseite, mit der Arbeitgeberseite. Und natürlich hat uns interessiert, wie kommt man eigentlich auf die Idee, den Tellerrand zu verlassen. Und das war der Druck der Mitglieder. Und rausgekommen ist ein Wahlmodell. Also jeder Mitarbeiter kann wählen, nimmt er 2,6% mehr Gehalt oder 6 Tage mehr Urlaub oder eine Wochenarbeitszeitreduzierung von 2 Stunden, von 1 Stunde. Und das Spannendere daran ist, glaube ich, dass Urlaub der totale Renner war. Also 58% der 170.000 Tarifbeschäftigten haben sich für die 6 Tage Urlaub entschieden. Und als wir 2017 mit den
Verhandlungsführerin gesprochen haben, hieß es noch auf Arbeitgeberseite, boah, so einen Abschluss wird es nie wieder geben. Das ist einmalig. Naja, ein Jahr später stand fest, dass sie es zweimal verhandelt haben, also auch in der Tarifrunde 2018. Dasselbe Ergebnis, das heißt, Mitarbeiter haben jetzt die Wahl alle 2 Jahre, wie viel Urlaub sie nehmen. Nehmen sie 6 Tage mehr Urlaub oder 0 Tage mehr Urlaub oder gar 12 Tage mehr Urlaub. Das heißt, für einen Angestellten kann das bedeuten, dass er 42 Tage Urlaub mehr hat im Jahr. Und so haben wir ganz viele Modelle entdeckt und sind dann letztendlich weitergegangen. Das, was es aber zeigt, ist, dass es auf den Weg ankommt. Also es gibt nicht das Einheitliche. Wir haben ganz lange darüber diskutiert und ich habe die Diskussion noch gut im Ohr. Wir haben relativ viel Agenturen in unseren 10 Beispielen. Ne? Da sind 4 Agenturen, beide Extreme sind Agenturen. Ministry hatte ich angesprochen, mit der Formel ist eine Agentur. Und das Spannende ist ja, sie ziehen eigentlich beide dieselben Mitarbeiter an, dasselbe Mitarbeiter-Know-how, haben ähnliche Kunden, arbeiten in einem ähnlichen Feld und haben aber komplett unterschiedliche Vergütungsmodelle. Und das ist das Spannende. Da wird es interessant für uns und das war für uns der entscheidende Parameter zu sagen, wow, nee, wir müssen die komplett bei uns drin haben. Und einfach zeigen, hey, es hängt von der Kultur ab. Und wir müssen Systeme bauen, die kulturrelevant sind. Und das heißt auch, dass das, was nebenan gemacht wird, in der eigenen Organisation vielleicht nicht funktioniert. Weil das Vergütungsmodell muss die Wertemuster aufgreifen, muss aber auch Kulturentwicklung aufgreifen. Wie geht's denn weiter? Wo wollen wir mit der Kultur hin? Wo wollen wir mit der Organisation hin? Also diese Zukunftsfrage. Für uns heißt New Pay nicht nur, dass es neu ist, sondern dass es an der Zukunft ausgerichtet ist. Bisher kannten wir Vergütungssysteme, die sehr stark auf die Vergangenheit ausgerichtet sind. Also Vergütungsberater sagen, was in der Vergangenheit erfolgreich war, was Wettbewerber machen und versuchen, ähnliche Systeme zu installieren. Und wir sagen, ja, es ist gut, die Vergangenheit zu kennen. Es ist wichtig, die Zukunft im Fokus zu haben. Nadine. Ja, die Zukunft im Fokus. Wie kommt man denn dahin? Da hilft manchmal erstmal nochmal bei sich zu bleiben, bevor man schon ganz weit in die Zukunft geht. Und ein Aspekt, der uns sehr deutlich wurde in den Dialog mit den Organisationen, ist, dass wenn wir über Vergütung sprechen, da können wir nicht an der Oberfläche bleiben. Da geht es tief. Ne? Also wir kennen das ja so Tischkicker, wenn wir an New Work denken, Tischkicker, der Obstkorb und Daily Stand-Ups. Ja, kann ich alles machen, aber noch gar nicht so richtig agil sein oder so noch gar nicht richtig New Workig sein. Aber Leute, wenn es um Vergütung geht, dann geht es in die Tiefe. Und warum? Weil da trifft die Systemlogik der Organisation auf die Psychologik von uns Mitarbeitenden, von uns Führungskräften, von uns Geschäftsführern. Und wir erkennen auf der einen Seite, was sind denn da für Funktionsmuster, die immer wieder anspringen in der Organisation? Also mit Funktionsmuster meine ich auch so ein bisschen und Glaubenssätze. Was wird denn eigentlich in unserer Organisation entlohnt? Und damit auch belohnt. So ein typischer Aspekt, den wir ja ganz oft in Diskussionen haben, ist das Thema Präsenzkultur. Der oder diejenige, die lange im Büro ist, ne, gilt als besonders fleißig, besonders engagiert. Ja, und dann sagen wir immer, nein, aber darauf kommt es nicht an. Doch, solange wir Arbeitsstunden vergüten, kommt es darauf an. Und das heißt nicht, dass wir jetzt sagen, schafft die Abrechnung über Arbeitsstunden ab. Aber wir müssen uns dessen bewusst sein, was für einen Rahmen wir setzen, was für
ja, Richtungen wir uns selbst, welchen Rahmen wir uns selbst geben. Und dann sehen wir schon, ne, wenn wir auf der einen Seite Arbeitsstunden vergüten beispielsweise, aber eben sehr über das Ergebnis sprechen und die Ergebnisgüte für uns einen besonderen Wert hat, die vielleicht gerade mit viel Kreativität entsteht, Problemlösungskompetenz. Das kann ich gar nicht herunterbrechen in Arbeitsstunden. Ich kann es auch nicht sagen, in 2 Stunden habe ich eine bessere Problemlösung als in einer. Aber da sehen wir, da entstehen Spannungsfelder innerhalb der Organisation. Und sich dessen bewusst zu sein, dass wenn wir uns den Rahmen mit Arbeitsstunden geben, dann hat das Auswirkungen. Auswirkungen auf die Art und Weise, wie wir auch auf unsere Arbeit schauen und was, ja, nach was wir uns ausrichten. Und gleichzeitig merken wir, ne, wenn wir über das Thema Gehalt sprechen, dass da auch etwas in uns arbeitet, auf ganz unterschiedlichen Ebenen. So eine typische Diskussion, die wir haben, ist auch immer wieder um das Thema Leistung. Um mal einen kleinen Ausschnitt zu geben, was dann so eine Unterhaltung ist, wenn wir anfangen, uns über Leistung zu unterhalten. Stand kürzlich in einem Workshop ein junger Mann vor mir und sagte so, ja, aber Leistung muss sich doch lohnen. Und dann sagte ich, ja, Leistungsgerechtigkeit ist etwas, was in unserem Kulturkreis sehr bedeutsam ist. Und fragte ihn, ja, was ist denn für dich Leistung? Woran erkennst du denn, dass du Leistung erbringst? Und er war dann erstmal ganz verdattert, sprachlos, wusste gar nicht, was er formulieren soll und meinte dann so, ja, ich hänge mich ja voll rein. Und dann meinte ich so, ja, das klingt nach Engagement, aber und nach einer Anstrengung. Und die Frage ist ja, sind wir immer am besten, wenn wir uns voll verausgaben und angestrengt sind? Und was ist mit all den Talenten, die uns leicht, ja, die uns zufallen, die uns leicht von der Hand gehen und so gar nicht anstrengend sind? Das erleben wir auch immer wieder, auch in Coachings, dass ja Mitarbeitende oft gerade da damit hadern, wie bringe ich denn eigentlich Dinge ein, die mir in den Schoß fallen, weil dafür muss ich ja nichts tun. Es ist doch nichts Besonderes für mich, weil es nicht mit Anstrengung verbunden ist. Und vielleicht kennt ihr das von euch selbst, ne? Was fällt euch leicht, was fällt euch schwer, welchen dieser Leistungen oder diese Aspekte bringt ihr mehr Bedeutung zu. Und ich würde so viel gern mehr darüber sprechen. Nicht, welche Leistung wir erbringen, sondern welche Wirkung wir erzielen mit dem, was wir tun. Und wir wissen, wir leben in so einer komplexen, dynamischen Welt, eigentlich im Überfluss. Wir müssen uns viel stärker darüber austauschen, welche Wirkung wir entfalten, auch entfalten wollen. Und manchmal ist es sogar gut und hilfreich und wirkungsvoll, wenn wir uns an der einen oder anderen Stelle auch zurücknehmen, verharren, vielleicht auch mal der Muße nachgehen, aber das hat dann so gar nichts mit der Leistung und dem Leistungsbegriff, den wir in unserem Kulturkreis in dem Sinne nutzen, zu tun. Also geht da vielleicht auch mal in euch und schaut mal, was wird denn in euch wirksam, welche Werte spiegeln sich in dem, was ihr auch vergütet haben möchtet, was spiegelt sich da wieder? Und dieser Auseinandersetzungsprozess nicht nur mit sich selbst, sondern in der Organisation mit den Funktionsmustern, die die Organisation auch antreibt und immer wieder wiederholt, das kommt zusammen und darauf müssen wir schauen, wenn wir uns dann Richtung Zukunft ausrichten wollen. Also von was wollen wir mehr, von was aber auch weniger oder was wollen wir vielleicht auch ganz in der Vergangenheit belassen. Und ich sage immer, New Work ist für mich ein Emanzipationsprozess, eben genau das zu hinterfragen, was wir alles mitbekommen haben als Erbe, als Glaubenssätze, als Rucks in unseren Rucksack gepackt und was davon wollen und sollen wir eben auch wieder auspacken. Genau. Und was dabei helfen kann, eben dann in dem nächsten Schritt sich auf die Zukunft auszurichten, wenn ihr mal so ein bisschen in euch oder mit euren Teams auch geforscht habt, was bei euch antreibt, ist diese nächste Folie, die wir euch mitgebracht haben. Nämlich die 7 Dimensionen von New Pay. Da werdet ihr sagen, wieso Dimension, was soll das? Ja, eigentlich sind es ja irgendwie Prinzipien, also Partizipation, Wir-Denken, Transparenz, Flexibilität, Permanent Better, Selbstverantwortung und Fairness könnte man auch als
ja, als Prinzip begreifen. Wir sagen aber, nutzen den Begriff Dimension, weil das, wie es in der Organisation sich jeweils ausprägt, so unterschiedlich sein kann. Also wie ich teilhaben kann beim Begriff Partizipation, wie die Selbstverantwortung gestärkt oder auch eingebracht werden muss, sieht immer wieder ganz anders aus in unterschiedlichen Settings beziehungsweise in den unterschiedlichen Modellen. Und deshalb sprechen wir hier von Dimension. Und wenn ihr euch jetzt mal überlegt, wenn ihr mal auf das Entlohnungsmodell, die Prozesse, aber eben auch, wie bei euch Vergütung stattfindet, wenn ihr euch mal fragt, wie kann ich da eigentlich teilhaben? Wie ist dieses System entstanden? Waren da Mitarbeitende mit dabei, die das mitgestaltet haben? Oder ist das etwas, das top-down entwickelt und dann auch vorgegeben wird? Da würden wir sagen, welche Möglichkeiten haben wir der Partizipation? Ich finde, die Deutsche Bahn ist so ein schönes Beispiel, von dem Sven gerade schon erzählt hat. Da gibt es auf der einen Seite die Gewerkschaft, die ja auch einen Teil von Teilhabe, Mitbestimmung ausdrückt. Und gleichzeitig hat jeder Mitarbeitende die Möglichkeit, selbst für sich zu entscheiden. Da sieht man, dass auch so Aspekte wie Partizipation und Selbstverantwortung sehr auch zusammengehen. Ich bin dafür verantwortlich, für mich selbst meine Entscheidung zu treffen, dann auch mit den Folgen bzw. den Konsequenzen zu leben und zu entscheiden, was will ich, mehr Geld oder mehr Urlaub? Und was bedeutet das dann auch für mich im kommenden Jahr, in den kommenden 2 Jahren, wo das dann auch für mich dann Gültigkeit hat? Wir haben aber auch Aspekte in den Organisationen gesehen, wie beispielsweise dieses Wir-Denken. Ja, wie kann denn das Wir-Denken über Vergütung gesteigert werden? Da haben wir auch, gar nicht bei den Beispielen, die wir jetzt hier haben, aber ein sehr bekanntes Beispiel, von dem ihr vielleicht auch schon mal gehört habt, die Robert Bosch Group, wo erster Großkonzern, der die Individualboni abgeschafft hat, hin zu einem Bonus für alle Mitarbeitenden, der sich zusammensetzt aus dem Geschäftserfolg und dem Erfolg der Business Unit, um eben das gemeinsame Handeln auszurichten am Unternehmensziel und nicht am Individualziel, was einem manchmal nämlich auch in Konkurrenz steht, wenn man sich so die ein oder andere Zielvereinbarung anschaut. Ein weiterer Aspekt, den ihr euch fragen könntet, wie ist denn das mit dem Thema Transparenz? Wie nachvollziehbar ist denn der Prozess der Gehaltsbestimmung, wenn jemand in die Organisation reinkommt, aber dann auch bezogen auf die Gehaltsentwicklung? Könnt ihr nachvollziehen? Könnt ihr gut erklären, wie es da zustande kommt? Ich würde sagen, das ist eine der größten Baustellen in den meisten Unternehmen. Selbst da gibt es Prozesse auch gut durchdacht, aber irgendwie sickert es nicht so richtig durch. Und da kann man schon so viel, für so viel Klärung und auch für so viel mehr gefühlter Fairness, gefühlter Gerechtigkeit sorgen, wenn man versteht, wie die Dinge entstehen und wie es dazu kommt, dass ich so und so viel verdiene und nicht mehr oder nicht weniger. Und wie ist es jetzt, wenn wir weitergehen beim Thema Flexibilität? Ist euer Entlohnungsmodell flexibel? Habt ihr die Möglichkeiten auch mal zu switchen? Habt ihr die Möglichkeit, eure Arbeitsstunden, wenn ihr nach Arbeitsstunden vergütet werdet, wieder vielleicht für eine Zeit lang runterzufahren? Welche Möglichkeiten gibt es der Anpassung? Ja, auch da schaut mal darauf, was da in eurem Entlohnungsmodell heute schon da ist. Und ich glaube, für die meisten, am überraschendsten, wenn es um Entlohnung geht, ist das Thema Permanent Beta. Also ein Entlohnungssystem, was sich kontinuierlich weiterentwickelt. Und dann wird jemand sagen, oh Gott, ja, aber ich möchte doch, ich habe das doch nicht weniger verdienen. Wenn wir über Entlohnungssysteme sprechen, dann geht es nicht nur darum, um die Höhe, sondern es geht auch darum, das Entlohnungssystem an sich weiterzuentwickeln. Welche Erfahrungen macht eine Organisation mit einem bestehenden Modell und mit den bestehenden Prozessen? Müssen wir da anpassen, weil es da immer wieder Störungen oder eben auch Spannungen gibt, die dadurch entstehen? Oder haben wir am Markt eine ganz andere Situation? Wir haben auf einmal sehr viel mehr Geld oder vielleicht auch sehr viel weniger Geld? Fragezeichen. Wie kann denn auch über Entlohnung, über beispielsweise Unternehmensbeteiligung da auch ein Stück weit kompensiert werden? Auch gerade in kleineren Organisationen. Also was gibt es da für Möglichkeiten? Aber Sven, wenn wir mit Organisationen sprechen, dann ist immer im Fokus, und das ist so eins der ersten Sätze, wir wollen ein faires Gehalt. Wir wollen ein faires System. Warum ist das so relevant, Sven? Faires System kommt immer und leistungsgerecht kommt leider auch immer. Und wir wissen,
Leistung ist eine totale Herausforderung. Wo kommt das ursprünglich her? Warum sind wir damit aufgewachsen? Naja, Industriegesellschaft. Also Leistung kommt aus dem Akkordlohn. Das ist ja einwandfrei zu beschreiben. Also wenn drei Leute an drei Maschinen stehen und dieselben Teile machen und der eine macht 45 und der andere macht 60 Teile, ist Leistung super einfach zu beschreiben. Dann kommt noch Qualitätskontrolle hinter, korrigiert das nochmal ein bisschen und trotzdem ist Leistung einfach zu beschreiben. Und jetzt schauen wir in unsere heutige Arbeitswelt. Jetzt schauen wir auf euren Schreibtisch. Und was seht ihr? Was ist Leistung? Also wie würdet ihr denn jetzt Leistung beschreiben? Weil es bleibt ja nicht nur beim Beschreiben von Leistung, sondern irgendwer muss es ja auch beurteilen können. Also irgendwer muss ja sagen, Leistung erreicht, nicht erreicht. Und ehrlich gesagt, aus unseren Erfahrungen mit Unternehmen, die alle mit der Prämisse kamen, wir wollen leistungsgerechtes Gehalt, 80% davon können gar nicht Leistung beschreiben, weil es gar nicht mehr greifbar ist, weil es nicht mehr abzählbar ist, weil es nicht mehr messbar ist. Und die 20%, die es noch irgendwie greifen können und erklären können, die sagen, ach so, jetzt muss ich das auch noch messen. Also wer kann es denn beurteilen? Und dann bricht es auseinander. Das heißt, wir müssen diese Idee von Leistung eigentlich verlassen. Eine Idee, mit der Europa groß geworden ist, mit der Deutschland extrem erfolgreich geworden ist, müssen wir eigentlich verlassen. Und Nadine hat schon angekündigt, im Zentrum steht für uns das Thema Fairness. Und ich glaube, das ist nachvollziehbar. Und wir haben mit Gerechtigkeitsforschern gesprochen und haben mal geschaut, wie begreifen sie eigentlich, wie machen sie diesen Begriff Fairness eigentlich sichtbar? Und die haben gesagt, es gibt auf der einen Seite eine Verfahrensgerechtigkeit, es gibt eine Verteilungsgerechtigkeit. Und das in Kombination kann man als Fairness beschreiben. Und was ist die Verfahrensgerechtigkeit? Naja, Verfahrensgerechtigkeit ist für uns der größte Hebel überhaupt. Also mit welchem Verfahren entsteht eigentlich euer Gehalt? Also woran wird euer Gehalt festgemacht? Was wird gewünscht? Was wird belohnt? Was ist eine Erwartungshaltung und wie transparent ist das eigentlich? Also wie vergleichbar bin ich eigentlich? Und da hilft natürlich Buffer, so eine Gehaltsformel, total transparent. Ich gebe meine Werte ein, das kommt am Ende raus. Und die Professoren sagen, das ist der größte Hebel, das Verfahren. Weil wenn ich das Gefühl habe, ich werde gerecht in diesem Verfahren behandelt, dann ist es mir relativ egal, ob Nadine 500 Euro mehr kriegt, weil ich davon ausgehe, dass wir beide im Verfahren gerecht behandelt wurden. Und das heißt, wir müssen uns sehr viel Mühe geben, wie das Verfahren zur Gehaltsbestimmung ist. Und für uns heißt es konkret, wenn wir mit Unternehmen arbeiten, das Thema Gehalt aus dem klassischen Umfeld herauszulösen. Also was meine ich mit klassischem Umfeld? Wo wird das Gehalt bestimmt? Na, in der Regel im HR-Bereich, in der Regel im Geschäftsführungsbereich. Und wir sagen, nee, wir müssen es da rauslösen, geben es in die Organisation, arbeiten mit freiwilligen Teams in der Organisation und diskutieren das Verfahren. Wie kann Gehaltsbestimmung aussehen? Was ist uns wichtig? Was ist kulturfördernd? Welche Parameter sind kulturfördernd? Sind uns soziale Kriterien wichtig? Also, ob einer Kinder hat oder nicht. Alles diese Faktoren mit Mitgliedern der Organisation, wie gesagt, Freiwilligenteam, Menschen, die Lust haben an diesem Vergütungssystem mitzuarbeiten. Und das Spannende für uns am freiwilligen System ist eigentlich, dass du wirklich die gesamte Bandbreite der Organisation hast.
Du hast immer den totalen Kritiker, der meldet sich spannenderweise immer. Und du hast die Menschen, die echt was verändern wollen, was gestalten wollen. Ein totaler Gestaltungswillen in der Organisation. Und jetzt machen wir so einen Blick ein bisschen nach vorne. Wir haben sehr stark über Inhalt von unserem Buch geredet, über unseren ersten großen Reiseabschnitt. Und jetzt schauen wir in die Zukunft. Was haben wir im letzten Jahr mit Organisation erlebt und welche Erfahrungen, welche Zusammenfassung, welche Ideen haben wir daraus entwickelt? Und das, was, glaube ich, wichtig ist, ist der nächste Schritt. Man sieht, es ist ein neuer Begriff. Holistic Pay. Oh Gott, neues Buzzword, Nadine. Ja. Das eine noch nicht eingeführt, richtig. Schon wieder ein neues Buzzword erfunden. Was hat es damit auf sich? Ja, es brauchte einfach noch einen weiteren Begriff, weil wir uns natürlich nicht jetzt nur aus unserer Arbeit heraus mit Entlohnung beschäftigen, sondern, das hatte ich auch am Anfang ja schon mal angedeutet, wir versuchen immer das große Ganze zu sehen, auch die Organisation als Ganzes zu betrachten. Und man muss so sagen, also wenn jemand anruft oder uns anmeldet und sagt, oh, wir haben da ein Thema mit dem Thema Vergütung, da gibt es Spannungen oder wir haben da so ein paar Kolleginnen und Kollegen, die wollen immer mehr und jedes halbe Jahr steht jemand hier auf der Matte. Und dann stellen wir oft fest, da gibt es doch gewisse Spannungen, die gar nicht beim Thema Gehalt sind, sondern sich nur am Gehalt manifestieren. Aber deshalb ein ganzheitlicher Blick, weil wenn wir Organisation gestalten, wenn ihr Organisation gestalten wollt, euer Team gestalten wollt, ist immer gut, nicht nur dahin zu schauen, wo gerade das Feuer brennt, sondern eben halt auch herauszufinden, wo ist denn eigentlich die Ursache? Und das versuchen wir mit diesem ganzheitlichen, holistischen Ansatz. Aber vielleicht erst nochmal, ja, was ist alles beinhaltet in diesem ganzheitlichen Ansatz? Wir haben jetzt darüber gesprochen, über ja, Entlohnungsmodell, wo wir jetzt denn auch draufsetzen, so diesen Aspekt New Pay. Wie sollte das gestaltet sein? Da können wir einfach sagen, Gehalt und Lohn oder auch sowas wie eine Mitarbeiterbeteiligung, die sollte fair, nachvollziehbar und kulturadäquat sein. Ich glaube, da haben wir schon einiges darüber gesprochen. Und wenn wir das schaffen, ein System zu bauen, wo wir genau diese Begrifflichkeiten draufkleben könnten in der Beschreibung, ich glaube, dann haben wir in der Organisation schon viel erreicht. Das ist aber nicht alles und es wird auch nicht jede Spannung lösen innerhalb der Organisation. Weil wir haben noch einen anderen Aspekt, der in dieses Gesamtpaket, also zu der Frage, was bekomme ich denn eigentlich für mein Tätigsein zurück in der Organisation, dazu gehört, sind ja solche Benefits. Der eine oder andere kennt es, so Wohltaten, also ich habe schon vom Obstkorb gesprochen, von dem netten Büro oder eben auch der guten Anbindung. Vielleicht ist es auch sowas wie ein Fitness-Abo oder auch das Jobrad, mit dem man zur Arbeit fahren kann. Ja, und dann haben wir noch sowas wie Privilegien. Kennt ihr sicherlich auch, angefangen von Titeln in Konzernen, oft verbunden mit der Größe des Büros oder eben auch der entsprechenden Dienstwagenregelung. Und wenn wir heute auf Organisation schauen und wissen, dass wir eigentlich noch gar nicht wissen, wie wir in Zukunft Organisation entwickeln werden müssen, in dieser Transformationsphase von Digitalisierung hin zu Strukturwandeln in den unterschiedlichen Branchen, dann müssen wir heutzutage jeder Organisation davon warnen, Privilegien einzuführen. Denn wir wissen nicht, ob wir sie nicht in 2 oder 5 Jahren wieder zurückfahren müssen. Und so ein Privileg, das hat mehrere Funktionen. Das ist auf der einen Seite so ein Badge, hey, super, hast du toll gemacht, deshalb bekommst du jetzt ein größeres Büro. So ein Privileg dient aber auch als, ja, in seiner Funktion, um aufzuzeigen, wie findet denn Entwicklung innerhalb der Organisation statt und woran kann ich es erkennen, dass jemand sich entwickelt hat. Da wir nicht über die Gehälter sprechen, kann ich es daran nicht ablesen, aber ich kann es beispielsweise, indem ich weiß, Büro X bedeutet
bedeutet eine Beförderung oder der Titel bedeutet eine Beförderung oder eine Aufwertung, dann sehen wir schon, es hat noch mehr Funktionen. Und ihr kennt es vielleicht auch aus der einen oder anderen Diskussion, dass es Organisationen gibt, die Titel beispielsweise abschaffen. Und ja, das kann man tun. Und ich finde auch, oder jeder sollte sich seinen eigenen Titel wie bei Einhorn überlegen, was passt zu mir und wie möchte ich mich selber nennen. Aber wenn innerhalb der Organisation der Titel auch anzeigt, wie ich mich weiterentwickle, dann brauche ich einen Ersatz, der genau das dann tut, wenn es nicht mehr der Titel ist. Oder ich muss darüber sprechen, wie denn Weiterentwicklung in der Organisation sonst funktioniert und woran ich erkenne, dass ich mich weiterentwickle. Also da sieht man schon, da geht sehr viel auch in Psychologie wieder um Systemlogik und es geht auch darum, ja, wie sieht eigentlich berufliche Entwicklung in unserem Jahrtausend aus? Und deshalb, wenn ihr Benefits gestaltet oder auch wünscht von euren HR-Teams oder von eurer Geschäftsführung, denkt daran, es sollte maßvoll, werteorientiert und gleichwürdig sein, weil nichts schlimmer als ein riesenlanger Katalog, den nachher eh keiner nutzt, ja, weil es eigentlich gar nicht zur Organisation oder auch zu euch passt, sondern eigentlich eher wie so ein Katalog ist, wie früher der Quelle-Katalog, wo man irgendwas aussucht und dann nicht nutzt. So, jetzt haben wir diese zwei Aspekte, monetär und dann noch nicht monetär, die Benefits. Und jetzt seht ihr, in der Mitte ist noch viel Platz. Und da ist deshalb viel Platz, weil auch wir glauben, dass das, was da jetzt gleich erscheint, mit das Bedeutsamste ist für das, warum Menschen, die gerne in einer Organisation arbeiten, gerne in einem Team arbeiten oder auch nicht und dann die Organisation verlassen. Und wir nennen das unser Wirk- und Entwicklungsfeld. Jetzt werdet ihr euch fragen, oh Gott, jetzt wird es kompliziert. Ich mache es mal an einer kleinen Geschichte sehr begreifbar, und zwar meiner eigenen. Vor gut 15 Jahren mein Berufseinstieg. Ich war Assistentin bei einer Industrie- und Handelskammer. Hatte auch echt einen netten Chef, aber ich habe so gemerkt, also die Aufgabe, ja, ich habe einen netten Chef, aber so richtig meine Stärken, vor allem nicht meine Interessen, konnte ich da eigentlich gar nicht so richtig zeigen. Na, ich habe meinem Chef die Dinge hinterhergetragen, eingesammelt bei anderen, was er wissen wollte. Aber ich, die sehr gerne auch selbst gestaltet und kreiert, konnte meine Aufgabe nicht nach meinen Interessen gestalten. Da habe ich gemerkt, oh, ja, ich bin echt unzufrieden. Und ich habe auch gemerkt, ich merke gar nicht, was aus meiner Arbeit eigentlich entsteht, weil es gab auch so ein paar Kollegen, na, da musste ich immer wieder hinrennen. Ich habe gar nicht das Gefühl gehabt, dass das, was ich tue, auch wirklich eine Wirkung entfaltet. Das war ganz schön frustrierend. Und dazu kam natürlich, wenn ich diejenige bin, die ständig nachbohrt, die Resonanz, die ich da bekommen habe, war auch nicht immer nett. Und ich hatte auch so sonst so das Gefühl, ja, ich habe auch Wertschätzung erfahren, auch von meinem Vorgesetzten, aber irgendwie, ich hätte doch noch mal gerne andere Resonanz gehabt. Und auch, na, die Strukturen und Prozesse haben mir da auch nicht immer geholfen. Also ich war echt unzufrieden und ich war total frustriert. Und dann hatte ich das Gefühl, ich bin unterbezahlt. Ich bin so unterbezahlt. Ich habe überall recherchiert und auch Belege dafür gefunden, dass ich unterbezahlt bin. Und saß dann irgendwann bei meinem Chef und habe gesagt, nein, ich will nicht mehr. Ich hatte die Kündigung dabei und sagte, ich werde gehen. Und er so, nein, Frau Nobile, bleiben Sie bitte, bleiben Sie. Ich werde Ihnen eine Aufgabe suchen innerhalb der Organisation, die ich glaube, auch sehr gut zu Ihnen passt. Und 3 Wochen später hat er mir ein Angebot gemacht und ich habe ein Bildungsprojekt bekommen und konnte dann in dem darauffolgenden Jahr ein Fortbildungsprogramm aufbauen. Ich war ganz viel in Kontakt mit Teilnehmern, habe selbst Fortbildung gegeben. Und auf einmal hatte ich eine Aufgabe, wo ich selbst mitgestalten konnte, ja, konnte sehen, wie was daraus entsteht, auch aus der einen oder anderen Überstunde. Ich habe unheimlich viel positive Resonanz erfahren und ich konnte meine Strukturen und Prozesse sogar selbst mitgestalten und aufbauen. Und da habe ich auf einmal gemerkt, ich fühle mich gar nicht mehr unterbezahlt. Und das, obwohl ich eigentlich das Gefühl hatte, ich trage viel mehr zum Erfolg auch der Region bei als davor. Und da ist mir das erste Mal wirklich so bewusst geworden, es ist mehr als das Geld, das auf meinem Konto landet, mehr als dieses Privileg, Assistentin der Hauptgeschäftsführung, was für mich damals ein wertvoller Titel war, sondern das, was im Mittelpunkt stand, das ist das, was mich erfüllt hat. Und ich glaube, wir haben in vielen Organisationen Menschen,
wo wir in einem dieser Felder manchmal auch in mehreren eine Störung haben, wo wir das Gefühl haben, nein, da kommt nicht das zurück, was mir wichtig ist. Und dann wollen wir genau auch in Organisation an diesen Themen arbeiten. Also schaut da mal drauf, wenn ihr unzufrieden seid und ihr habt im Moment noch das Gefühl, es ist das Gehalt. Ist es wirklich das Gehalt oder ist es was ganz anderes, was da eher im Mittelpunkt steht? Weil wenn wir mit Menschen sprechen, Sven, da hören wir, wenn wir fragen, warum gehst du, ist es selten das Gehalt, es sei denn, das Gehalt ist wirklich so schlecht, dass es, wenn man sagt, es ist schon unverschämt, dann auch bitte wechseln. Aber in der Regel ist es das, was ihr eher hier in der Mitte seht. Und wenn wir deshalb mit Organisation arbeiten, wenn ihr in eurer Organisation Veränderungen anstoßen wollt, dann geht dahin, da wo die Störung auch ist. Und da seht ihr schon, wenn wir Entlohnung auf diese Art und Weise begreifen und auch betrachten, dann ist es nicht nur, wir arbeiten an einem Entlohnungssystem, sondern wenn wir uns damit beschäftigen, was bekommen wir zurück, und wir arbeiten an den Themen, die es zu lösen gibt, dann sind wir an Wertschöpfungsthemen, dann sind wir dabei, die Organisation zu entwickeln, dann entwickeln wir auch unsere Kultur, dann entwickeln wir Führung weiter, aber auch die Team und die Art der Zusammenarbeit, aber eben auch sowas wie die persönliche Entwicklung. Deswegen schaut da ganzheitlich drauf, schaut mit einem breiten Horizont, wenn ihr auch über das Thema Gehalt und Entlohnung oder auch Vergütung sprecht und schaut darauf, wo ihr, an welcher Stelle ihr ja eine Veränderung herbeiführen wollt. Und das Spannende ist ja, wir hatten ja am Anfang, was hat eigentlich New Pay mit New Work zu tun? Das, was wir erleben, das ist die neue Eingangstür. New Pay ist die neue Eingangstür für New Work. Eine weitere, die aufgegangen ist. Also wenn man uns am Anfang gefragt hätte, und wir sind ja ehrlich gesagt durch Zufall Vergütungsberater geworden, wenn man so bezeichnen möchte. Und der Zufall, an dem Zufall war die Personalwirtschaft, das Personalmagazin, eigentlich schuld. Die haben nämlich eine Aufstellung gemacht von Vergütungsberatern und haben uns kurz nach der Buchveröffentlichung gefragt, wollt ihr dabei sein? Und erst dann ist uns bewusst geworden, ach so, das könnte auch Business sein. Und wenn man dann in Businessfeld reindenkt, dann glaubt man ja, die ersten Kunden sind Organisationen, die schon super viel in New Work gemacht haben. Also Organisationen, die schon umgebaut haben, die schon ganz viel gemacht haben, super weit ist und dieses kleine Tabuthema Vergütung noch machen wollen. Und faktisch war es so, krass, sind komplett andere. Sind teilweise Organisationen, die noch ganz am Anfang stehen, aber das für sich als Instrument der Organisationsentwicklung erkannt haben, der Kulturentwicklung erkannt haben. Und darum ist für mich auch dieses Bild so aussagekräftig, wenn wir das mit Geschäftsführern, mit Personal besprechen, das ist ein Aha-Erlebnis. Weil dieses Thema in der Mitte, wenn da eine Störung vorliegt, zahlt eine Organisation Schmerzensgeld. Also nicht mehr für irgendwie andere Aspekte, sondern man zahlt Schmerzensgeld. Und diese Blick von Geschäftsführern, von HR-Leitungen, wenn sie erkennen so, oh Gott. Und jeder hat Personen oder ganze Bereiche im Kopf, wo sie seit Jahren Schmerzensgeld bezahlen. Und will man das eigentlich? Ja. Und ja, vor allem, weil Schmerzensgeld, jeder, der mal eine Gehaltserhöhung bekommen hat, weiß, die Wirkung einer Gehaltserhöhung dauert 4 bis 6 Monate. Und damit ist aber auch der Schmerz, wenn ich eine Schmerzensgelderhöhung sozusagen bekomme, nach 4 bis 6 Monaten ist der Schmerz genauso groß wie davor. Und ja, deswegen lasst uns an den Themen arbeiten, wo dann auch die Schmerzpunkte sitzen. Das ist auch das Stethoskop. Genau. Also hinschauen, wo wirklich Schmerzpunkte sind. Und wie kriege ich die raus? Indem ich Mitarbeitende einbinde. Und mit Mitarbeitern diskutiert. Wir haben eine Organisation, wo es aus so einem Start-up-Gedanken herausgegründet wurde, jetzt durch eine Gesetzesänderung super erfolgreich ist. Und man weiß ja, wie Start-ups funktionieren. Am Anfang ist das Einstiegsgehalt nicht so gut.
Irgendwann ist die Organisation erfolgreich, Mitarbeiter werden dazugenommen, die deutlich höheres Einstiegsgehalt kriegen. Aber es gab nie so einen Ausgleich. Man guckt nie mehr hin und zieht die anderen nach. Man hat ihnen das irgendwann mal versprochen, aber man macht es nicht. Und dann diskutiert man plötzlich über Zugehörigkeit. Es geht aber gar nicht um den Kern der Zugehörigkeit, um die Jahre, die man in der Organisation verbracht hat, sondern den Beitrag, den man geleistet hat, oder um Organisationskenntnisse, die man hat, weil man die Spinne im Netz ist, weil man der informelle Leader ist, solche Themen. Also hinschauen, was sind denn eigentlich die Handlungsbedarfe aus Organisationssicht. Wenn ich die Schmerzpunkte der Mitarbeiter habe, drauf zu schauen, was sehe ich denn aus Organisationssicht? Und vor allen Dingen, wo sind denn die größten Hebel? Und da loszumarschieren und zu sagen, okay, jetzt ein Paket zu schnüren, zu gucken, wie kann ein Projekt aussehen und wie mache ich mich auf den Weg? Kleinen Tipp, wenn ihr euch auf den Weg macht, macht bloß keinen Ganztagesworkshop. Ja. Ja, auf jeden Fall. Sonst seid ihr einfach nur gegart danach. Wir machen 6 Stunden. Das ist schon echt heavy, wenn man sich 6 Stunden ständig im Abgleich ist mit seinem eigenen Wertesystem und dem Wertesystem der Organisation. Und das ist total anstrengend, plötzlich über Werte zu sprechen, über das eigene Bild von einem Wert, also selbst Fairness. Ihr könnt ja euch mal den Spaß machen und mal so Kollegen fragen, was versteht ihr unter Fairness? Und ihr werdet ganz viele unterschiedliche Bilder kriegen und die in Einklang bringen und vielleicht mit dem Wert, der in der Organisation auch noch gepflegt wird, in Einklang bringen, ist brutal anstrengend. Und vielleicht so als kleinen Hinweis noch, das ist so ein bisschen unsere eigene Lernreise mit Organisation. Wie gehen wir vor? Inzwischen, ehrlich gesagt, schon ziemlich strukturiert. Es geht darum, ein Zukunftsbild zu entwerfen. Also, wo will ich eigentlich hin? Und gleichzeitig aber auch die Prinzipien und Werte der Organisation in Blick zu nehmen. Und ich meine nicht die Werte, die auf Tassen stehen, sondern die gelebten Werte. Also, was wird bei euch gelebt? Wo könnt ihr anknüpfen? Wo geht ihr mit? Warum seid ihr in der Organisation? Dann so ein Spielfeld abstecken und einen Rahmen setzen. Wir machen das mit einem Scoping-Workshop, was total wichtig ist. Also wirklich zu sagen, was ist Teil des Projektes? Was ist das Spielfeld? Vielleicht auch, welche Regeln gelten innerhalb dieses Spielfelds? Und was passiert an den Rändern? Es ist extrem wichtig für uns, das merken wir immer wieder, weil man sehr schnell auch an Ränder kommt und sagt, ist es jetzt Teil des Projektes oder nicht. Ich habe es vorhin schon gesagt, wir arbeiten mit Freiwilligen in Organisationen. Ich würde das jedem empfehlen, Menschen einzuladen, die echt Lust haben. Da muss ich noch mal kurz reingrätschen, weil mir besonders wichtig ist, dass es diverse Teams sind. Also nicht nur Freiwillige, sodass alles von der Rampensau bis zu den Introvertierten, Männer, Frauen, unterschiedliche Bereiche, unterschiedliche Betriebszugehörigkeit, unterschiedliche Laufbahn. Also nicht nur freiwillig, sondern auch noch ganz divers. Dann ist es wirklich optimal und sehr wirkungsvoll. Und wenn man das hört, dann kann es auch sein, dass es ein bisschen Vorlauf braucht. Also, wir haben Beispiele von Organisationen, die eine Produktion haben. Und bis ein Produktionsmitarbeiter auf Augenhöhe mit einem Geschäftsführer vielleicht spricht, das braucht halt ein bisschen Vertrauensaufbau. Und manchmal geht es nicht so schnell. Also, auch da hinzuschauen und zu sagen, hey, wir nehmen uns bewusst Zeit und wir machen die super Erfahrung, dass jetzt Organisationen auf uns zukommen und sagen, hey, wir haben so ein Jahr Zeit. Wir wollen dann und dann ein neues Gehaltssystem haben. Und das ist einfach super, da wirklich ein bisschen Handlungsspielraum zu haben. Und wir wissen,
okay, zu Corona-Zeiten mit keinen Live-Workshops, das ist alles ein bisschen schwieriger, auch mit dem Thema, wie spreche ich eigentlich über Gehalt, wenn ich gar nicht so richtig im Raum bin, wie spreche ich über Werte. Und das heißt, mit dem Team dann eine Arbeits- und Vorgehensweise zu entwickeln, nochmal auf die Handlungsbedarfe schauen, also wie Teammitglieder da drauf schauen, was ist denn eigentlich ihr Beweggrund, da mitzuarbeiten? Wichtig ist, wer entscheidet denn am Ende? Keiner will für einen Papierkorb arbeiten, also muss am Anfang des Projektes klar sein, wer entscheidet. Ja. Und dann, man kann es so ein bisschen schon ableiten, wenn man sagt, okay, wir reden von Permanent Better, dann ist es natürlich eine iterative Vorgehensweise. Es geht gar nicht anders. Wir müssen iterativ Lösungen erarbeiten. Das heißt vielleicht auch, dass es nicht den großen Wurf gibt, die große Veränderung, sondern dass in kleinen Teilen ausgerollt wird. Aber auch das merken wir, dass das immer automatischer von Organisationen akzeptiert wird. Und ja, iterativ heißt auch Zusammenarbeit reflektieren und gestalten. Nadine, habe ich was vergessen? Bestimmt ganz viel, weil wir schon so viel im Kopf haben. Ich glaube, wir haben einen guten Überblick gegeben. Einen guten Überblick über das, was uns umtreibt bei dem Thema. Ich glaube, guter Überblick, wo vielleicht der ein oder andere Ansatzpunkt da sein könnte. Vielleicht noch eine kleine Warnung. Fangt nicht an, an einem großen Modell zu arbeiten, nur weil das jetzt vermeintlich der ein oder die andere vielleicht schick findet, jetzt auch einen Pay-Prozess zu machen. Diese Prozesse sind immer dafür da, Probleme zu lösen oder Zukunft zu gestalten aus dem Handlungsimpuls, aus dem Heute. Aber einfach nur, damit es getan wird, eher schwierig. Also schaut gut hin, wo sind wirklich, also was Sven auch gerade gesagt hat, die Handlungsbedarfe und erstmal damit anzufangen. Genau, und dann haben wir noch ein paar weiterführende Infos für euch. Ihr kriegt noch mit der Präsentation ein paar Links, wo ihr euch noch ein bisschen tiefer eintauchen könnt. Und da wollen wir euch einfach einladen, euch anzuschauen, was wir dann noch so bereit haben mit weiteren Beispielen aus weiteren Organisationen oder auch einen Blick auf die Blogparade. Genau. Und noch als kleiner Schlusstipp, es steht auch zu unten auf der Folie, Kurzfilm, Entlohnung bei Elobau. Nehmt euch die 5 Minuten Zeit und ihr wisst, von was wir reden. Mitarbeiter der Produktion haben ihr eigenes Vergütungsmodell gestaltet und es ist einfach sehr bewegend und ist für uns auch so ein bisschen ein Treiber, da immer wieder hinzugucken. Jetzt bleibt uns nur noch zu sagen, habt noch eine gute Konferenz mit vielen weiteren Impulsen, lasst alles gut sacken und schaut dann, wem oder was ihr da nochmal genau eure Aufmerksamkeit und eure Zeit schenken mögt. In diesem Sinne, macht's gut und tschüss! Tschüss! Ja, hallo nochmal Nadine und hallo Sven. Vielen Dank. Hallo. Für euren tollen Vortrag eben. Wer ihn gesehen hat, hat festgestellt, da wurde sehr, sehr viel diskutiert im Chat parallel. Das heißt, das Thema scheint uns alle umzutreiben. Ich kann das auch nur bestätigen. Ich kann es auch kurz sagen, ich bin Peter, ich komme aus dem Vertrieb und das sage ich nur deshalb, weil gerade das Thema Vertrieb auch ein sehr heiß diskutiertes Thema war. Da kommen wir dann gleich nochmal zu. Vielen Dank, dass ihr nochmal bereitsteht für eine kleine Q&A. Ich habe mir versucht, aus den ganzen Fragen beziehungsweise auch Diskussionen so ein paar Metathemen rauszuziehen und würde da euch dann jetzt mal so ein paar Fragen stellen. Gerne. Super. Also eine Frage, die vielleicht auch erstmal chronologisch in diesem ganzen Gedanken ganz vorne auch steht, ist, wie erkenne ich denn eigentlich als Organisation, dass bei mir mit dem Gehalt im Unternehmen irgendwas im Argen liegt? Oh, da gibt es viele Indizien, die dafür sprechen könnten. Ich sag mal so, was wir oft mitbekommen ist, dass, dass es nur so einen Flurfunk gibt, dass Menschen gewisse Unzufriedenheiten äußern und dann aber noch nicht, zumindest für uns nicht klar ist, liegt es wirklich am Gehalt oder manifestiert sich eine Unzufriedenheit
am Gehalt. Ne? Ich habe davon ja vorhin auch oder in dem Beitrag ja auch gesprochen. Nicht alles, was erstmal eine Unzufriedenheit über Gehalt und Gehaltssystem ausdrückt, ist auch immer, ja, findet sich dann auch wieder beim Entlohnungsmodell. Aber wir merken schon, dass es zunimmt, dass Menschen sich fragen, wie entsteht eigentlich mein Gehalt? Wann entwickelt es sich und wie und wer entscheidet eigentlich darüber? Und ich finde es immer wieder erschreckend, wie wenig Menschen das eigentlich bewusst ist, wie da die Wege sind in ihrer Organisation. Und von dem her zuhören und schauen, was sind denn die Gesprächsthemen, oder eben auch aus einer Befragung kommt dann oft auch so ein Aspekt. Ja. Vielleicht ergänzend an der Stelle noch Bewerbermarkt. Ist immer ein Indiz, also kriege ich genug Bewerbungen, was sagt der Bewerber, wo ordnet er sich ein, wo stehen wir mit der Organisation, also ganz viele Indizien, die immer so passieren. Flurfunk finde ich extrem wichtig an der Stelle, also was passiert denn auf den Fluren, was sind aber auch für Glaubenssätze da? Da merken wir bei Organisationen, dass das ganz viele Punkte sind, die wir meistens erst aufdecken, wo man merkt, so, boah, da sind Glaubenssätze noch im Gang, die eigentlich gar nicht mehr da sein dürften, weil man dran gearbeitet hat und sie trotzdem weiter manifestiert werden. Du hast jetzt schon mal einen Indikator genannt, auch dass man halt eben wirklich das mit eingehenden Bewerbungen und deren Einschätzung halt eben vergleicht. Gibt es denn sonst irgendwas? Weil mir scheint es ja eher also in einer generellen Unzufriedenheit zu liegen, aber gibt es vielleicht so ein paar ganz, also relativ klare Indikatoren? Weil wir haben euch ja jetzt nicht auf dem Flur rumlaufen, um mitzubekommen, ob ihr feststellt, dass bei uns im Flurfunk irgendwas darauf hindeutet. Aber gibt es aus eurer Sicht irgendwelche Indikatoren, die ihr herauskristallisieren konntet, dass es so ein paar Punkte gibt, wo man sagt, okay, wenn man das halt eben irgendwie mitbekommt, dann sollte man mal gucken, ob sich in der Gehaltsfindung etwas ändern sollte. Also ich glaube, ein Indiz auf jeden Fall ist, wenn intern, und ich kann ja nur von intern sprechen, weil nach außen, wobei Kununu oder andere Plattformen, wo es eben auch oft noch eine Bewertung gibt oder auch eine Rückmeldung, das ist vielleicht auch gar nicht schlecht, da kann man auch von außen mal drauf schauen, wie stehen denn die Menschen oder was berichten die dann über das Thema Vergütung. Ist aber auch, wenn man viele Fragezeichen erntet oder auch unterschiedliche Aussagen. Ich habe das Gefühl, mein Gehalt entwickelt sich so und so aus den und den Gründen und jemand anderes erzählt was ganz anderes. Weil oft ist es eben auch gerade nicht das System an sich, wo das Problem liegt, sondern die Art und Weise, wie das System auch wirklich ein Regelwerk intern ist, das auch verlässlich ist, nachvollziehbar für alle Beteiligten, von Führungskräften, sofern es die noch gibt, in der Organisation oder aber auch in selbstorganisierten Teams, ja, sind das die Regeln, die wir uns auch gegeben haben oder kommen da unterschiedliche Dinge am Ende raus? Ja, das sind so Aspekte, ich glaube, da merkt man, wo Spannungsfelder dann auch entstehen oder auch, und da würde ich als auch eine Organisation immer dazu raten, mal hinzuhören und auch mal reinzuspüren, wie entscheiden wir denn sonst in unserem Alltag miteinander? Wie vollziehen wir Dinge, Entscheidungsprozesse im Alltäglichen oder auch ne, bei Projekten? Und wie gehen wir eigentlich mit dem Thema Gehalt um? Und das ist ein Aspekt, den wir immer wieder herausstellen, der dann zu Veränderungen führt, weil man feststellt, so, also im Alltäglichen entscheiden wir ganz anders oder haben wir ganz andere Entscheidungsverfahren oder können Dinge viel besser nachvollziehen und Dinge sind uns zugänglich. Und beim Thema Gehalt ist irgendwie noch so eine Blackbox. Und wenn das eine Blackbox ist, dann würde ich sagen, aus der Blackbox sollte man zumindest eine Box machen, wo man mal reinschauen kann, um zu sehen, und wie hängen denn die Dinge miteinander zusammen. Und wenn ich in HR bin, wenn ich in Geschäftsführung bin, hilft immer mal so ein erster Blick auf die Gehaltsdaten, mal so einen Quercheck zu machen. Was habe ich denn eigentlich? Und da merken wir, dass das relativ schnell klar wird, dass das eigentlich nicht sein kann in vielen Organisationen. So, dann kann man immer noch gucken, ob es wirklich an den Titeln liegt, die ich verglichen habe und so weiter. Aber in der Regel gibt das schon so ein erstes Indiz, wo ich denke, so, warum verdient ein Teamleiter da 45.000 und da 90.000? Was ist denn da eigentlich der Unterschied? Und damit fangen eigentlich solche Prozesse an. Und die natürlich auch in der Mitarbeiterschaft da sind. Diese Quervergleiche werden gemacht.
dass Mitarbeiter nicht über Gehalt sprechen, ist ja eine Illusion. Aber im Arbeitsvertrag steht das doch drin, dass ich darüber nicht sprechen darf. Also genau, häufig zumindest genau. Nicht in meinem, aber. Genau. Ja, das ist auch so ein, vielleicht noch zu dem Punkt, das ist so ein interessanter Fakt, dass in ganz vielen Unternehmen heute noch drinsteht, dass Menschen nicht in der Organisation darüber sprechen dürfen oder sollen oder dürfen. Und das ist ein nichtiger Vertragsbestandteil. Und obwohl wir Deutschen, das ist so vermeintlich sonst immer so rechtskonform sind, schreiben Organisationen etwas rein, was von vornherein eigentlich nichtig ist. Ja, da sieht man auch, wie wir kulturell geprägt sind. Und das ist vielleicht eben auch genau so ein Aspekt, wo man eigentlich merkt, man ist eigentlich im Widerspruch mit eigenen Werten. Hm. Und ich glaube, ein Aspekt, der mir noch, was noch ein gutes Indiz wäre, zu denken, da sollten wir vielleicht mal drüber nachdenken und an unserem unserem Vergütungsmodell mal überprüfen, inwieweit spielt denn Verhandlungsgeschick eine Relevanz bei der Bestimmung und Entwicklung von Gehalt und welche Relevanz hat gleichzeitig das Thema Verhandlungsgeschick für die jeweilige Position? Weil natürlich, wenn ich ein super coole Coderin bin, ist ja die Frage, wird mein Code irgendwie besser, nur weil ich auch eine gute Verhandlerin bin? Oder ist es davon losgelöst? Und deswegen würde ich immer sagen, wenn ihr das Gefühl habt, Mensch, Verhandlungsgeschick ist bei uns ausschlaggebend für Gehaltsentwicklung und oder auch die Bestimmung am Anfang, könnte man mal schauen, ist das ein Kriterium oder ein Aspekt, der uns wirklich so bedeutsam ist, dass er diesen Impact hat. Dann würde ich damit mal direkt auf eine nächste Frage zu sprechen kommen. Ihr habt das eben schon gesagt, jetzt sind die Leute, die diese Indikatoren vielleicht im Unternehmen feststellen und wahrnehmen, vielleicht aber nicht genau die was dran ändern können. Wie kann man denn sein Unternehmen dazu motivieren, über solche Systeme überhaupt erstmal nachzudenken? Ja, eine gute Frage. Ich glaube, da gibt es auch wieder unterschiedliche Herangehensweisen. Ich würde immer anfangen erstmal bei mir selber. Ne? Einfach erstmal mich zu hinterfragen und zu überlegen, was ist mir wichtig? Was wäre mir wichtig bei dem Thema Gehalt, Gehaltssystem, Gehaltsentwicklung innerhalb der Organisation? Und was für Glaubenssätze prägen auch meine eigenen Bewertungsmaßstäbe an mich, aber eben, wenn ich auch auf andere schaue, einfach mal damit sich ein bisschen ins Gespräch zu gehen und vielleicht auch erstmal mit Menschen, die einem besonders nahe stehen, auch über diese Aspekte zu sprechen, ohne gleich das auch ins Team zu tragen, wenn man das Gefühl hat, oh, ich brauche da erst noch ein bisschen Sicherheit, weil für viele ist es doch so, über Gehaltsaspekte zu sprechen, ist so ein bisschen wie der erste Saunabesuch. Ne? Hat man das Gefühl, irgendwie so ein bisschen schambehaftet und ich weiß, irgendwann muss ich mich nackig machen, wenn ich da rein will. Und wenn man das aber. Heiß. Bitte? Und dann wird es heiß. Ja, aber wenn ich das schon irgendwie 15, 20 Mal gemacht habe, dann denke ich so, ja, okay, ich habe hier ein paar Röllchen, aber haben die anderen auch. Ne? So, und es wird eben, man merkt, es ist eigentlich gar nicht so wild. Und wenn es wild ist, sagt das oft mehr über uns oder einen selbst aus, wie über das Thema an sich. Ich würd da nochmal hinschauen. Also wir erleben ja Veränderung auf der Organisationsseite ja auch schon. Das geht ja nicht immer von oben nach unten. Gerade im agilen Umfeld wissen wir. Das heißt, wir haben eigentlich schon Mechanismen, mit Veränderung umzugehen und Veränderung in der Organisation zu platzieren. Und ich glaube, es sind dieselben Einfalltore, die man nutzen sollte. Und gucken, welche Instrumente gibt unsere Unternehmenskultur her? Also mit wem muss ich sprechen? Wo kann ich informelle Gespräche führen? Wo gibt es Kreise, wo es platziert werden kann? Also eigentlich nicht losgelöst von diesem Gedanken, wir verändern die Organisation. Wir haben das so total getrennt betrachtet. Und ich glaube, dieselben Mechanismen gelten auf der Vergütungsseite, auch wenn die ganz individuell am Ende des Tages ist. Das passt, glaube ich, auch ganz gut auf die nächste Frage. Wie passiert oder wie kann denn sowas eigentlich auch geschehen im Unternehmen, das halt eben sehr homogen aufgestellt ist, wo ich eben schon lange Jahre oder Jahrzehnte lang Mitarbeiter habe, die halt eben lange darauf hingearbeitet haben, das zu verdienen, was sie jetzt verdienen und halt eben auch noch für sie klaren Beurteilungskriterien vielleicht zu sagen, ja, lass uns das mal alles komplett neu aufrollen gegenüber halt eben Neuen, die vielleicht reinkommen, da vielleicht erstmal offener sind. Das passt wahrscheinlich in diesen gesamten Change-Gedanken rein. Aber über Geld zu sprechen, ist ja meistens dann nochmal so eine besondere Herausforderung. Naja, das erste Learning, was wir hatten, es gehen keine 8-Stunden-Workshops. Also genau aus diesem Grund. Aber um auf deine Frage zurückzukommen. Ich glaube,
wir haben keine homogenen Organisationen mehr. Sondern das, was wir erleben, ist, wir haben eher Werte, die sich noch weiter auseinander bewegen. Das Thema Individualisierung und so weiter. Also wir erleben gerade sehr starke Werteausprägung. Und das heißt, das ist schon mal eine Illusion, dass es so eine homogene Organisation gibt. Und wir, wenn wir mit Prozessen arbeiten, arbeiten wir mit Freiwilligen. Also die Lust haben, dran zu arbeiten. Wir arbeiten mit einer Organisation, da ist aus jedem Bereich einer vertreten. So. Und es zeigte sich jetzt, wir haben jetzt 400 Mitarbeiter in der Organisation befragt und es zeigte, dass dieselben Gedanken zurückkamen, die 12 hatten. Also 12 Leute haben eigentlich die gesamte Organisation abgebildet mit allen Schwankungen, die drin sind. Das heißt, ich muss schauen, muss das bisschen rauslösen aus HR, in die Organisation geben und gucken, wer da Lust hat. Und wichtig, es ist der Kritiker immer dabei. Also freiwillig meldet sich der Kritiker immer. Oder die Kritikerin. Oder die Kritikerin. Ja, und ich glaube, also der Aspekt ist ja, dass das, was individuell da jeder für sich eben auch mitbringt, beziehungsweise auch Erwartungen hat, das hat ja auch Berechtigung. Und das ist auch etwas, was gesehen werden muss, egal aus welcher Perspektive man jetzt auf die Zukunft schaut. Ne? Also das, was da ist, auch an Erwartungen und auch an Bedürfnissen, finden wir erstmal berechtigt. Und dann ist ja die Frage, wie geht man mit Spannungen um, aber auch mit Spannungsfeldern. Also wir haben es auch gerade in dieser Organisation, ist es zum Beispiel Situation, da gibt es ein paar, die sind da schon recht lang dabei. Da haben die noch so ein Start-up-Modus, waren die recht lang. Und dann gab es eine rechtliche Veränderung und deren Business ist sozusagen explodiert. Und jetzt gab es immer wieder den Begriff, ja, die schon lange da sind, ja, die möchten auch dafür in irgendeiner Form das abgebildet haben, Vergütungssystem. Und bei den Neueren ging gleich an, oh, die wollen für Betriebszugehörigkeit vergütet werden. Und das stand so im Widerspruch zu, ja, aber es soll doch zählen, was ich hier einbringe und nicht, wie lange ich schon hier bin. Und dann ist ja die Frage, und da kommen wir vielleicht dann auch beim Thema Vertrieb nochmal drauf zurück. Die Frage ist ja nicht, was habe ich jetzt erstmal hier vermeintlich Betriebszugehörigkeit, sondern was steckt dahinter? Und wenn man mit den Menschen spricht, die schon länger dort sind, dann sagen die, ja, ich habe hier investiert. Ich habe im Start-up-Modus, habe ich mich eingebracht zu einem geringen Gehalt. Und mir wurde suggeriert, irgendwann kriege ich da was zurück. Ne? Ich bin praktisch in Vorleistung gegangen. Das heißt, auch da sieht man im Grunde, wollen die oder ist das Bedürfnis, dass die Leistung, die sie eingebracht haben, gesehen wird und nicht einfach formale, bin schon so lange da. Also was steckt dahinter? Ich glaube tatsächlich, das Thema Vertrieb, weil das so ein schön exponiertes, plakatives Thema ist, müsste man fast auslagern, weil ich glaube, daran kann man sich ganz doll abarbeiten, weil das so viel erklärt für den Rest, weil der Rest ist dann einfach wahrscheinlich. Da wäre vielleicht meine Bitte an euch, dass ihr auch nochmal eine Session anbietet. Das seht ihr im Hopin auf der linken Seite. Und wer sich eben für diese Fragen interessiert, dass die Person sich mit euch eben nochmal direkt kurz schließen und vielleicht dann auch in so eine Hopin-Session eben nochmal mit euch reingehen und das von Angesicht zu diskutieren. Wir sind nämlich jetzt so ein bisschen am Ende der Zeit. Was sicherlich auch dann noch eine interessante Frage ist, die würde ich jetzt, glaube ich, auch an der Stelle unbeantwortet erstmal stehen lassen, ist, wenn wir jetzt an dem Gehaltsfindungsprozess etwas ändern, das System ändern, dann würde es ja wahrscheinlich auch bedeuten, dass der ein oder andere im Unternehmen, vielleicht auch eine größere Gruppe im Unternehmen, plötzlich weniger verdienen, wenn wir dieses neue System anwenden. Wie gehen wir denn damit um? Oder muss das quasi das geringst anzusetzende Gehalt sein und alles wird plötzlich teurer? Das war auch noch eine Frage, die im Chat gestellt wurde. Aber ich glaube, mit Blick auf die Uhr sieht man, hier gibt es noch unglaublich viel zu diskutieren. Herzlichen Dank für eure Antworten und für den Rest an Antworten. Wie gesagt, würde ich mich freuen, euch vielleicht in der Session wiederzusehen. Das Thema interessiert mich auch sehr. Und an alle anderen die Einladung, gerne dort dazu zu kommen. Ja, gerne. Super. Dankeschön. Danke, Peter, für deine Fragen. Danke euch. Es waren ja nur die des Publikums, nicht meine. Also der Dank geht ans Publikum. Danke. Dankeschön. Tschüss.